Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Film- und Serienkritiken. Wir beginnen diesmal mit der Besprechung der zweiten Staffel dieser Highschool-Musical-Serie, die es auf Disney Plus gibt. Auch da hatten wir vorab ganz exklusiv einen Zugang zu und der liebe Sven, unser Highschool-Musical-Freak aus der Hölle, hat sich diese Staffel und die ersten Episoden vor euch angeschaut und der Paul hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Es folgt die Besprechung des Films Thriller, Blutbad an der Compton High. Frosty und Sven sind es gewesen, die hier als Doppel diesen Film aufgezeichnet haben. Auch hier hatten wir einen Pressescreener und wollten euch mal mitteilen, ob es sich lohnt, diesen Film zu schauen. Und zu guter Letzt ein Film, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber der liebe Mo, denn der wollte Wir und die Kunst schauen. Ich glaube, das ist ein Dokumentarfilm, in dem es um Kunst geht und KünstlerInnen und wie die jetzt aktuell unter Corona, glaube ich, zurechtkommen. Deswegen hat er sich das Ding gegeben und hat da mit dem lieben Steven darüber gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist und ich glaube, das ist ein echter Geheimtipp. So Leute, viel Spaß bei unseren drei Serien- bzw. Filmbesprechungen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann nutzt doch die Gelegenheit und hinterlasst da mal einen Daumen nach oben, eine Bewertung auf Apple Podcast oder sonst wo. Und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, würden wir uns auch über finanzielle Unterstützung freuen. Am besten macht ihr das über die in den Shownotes mitgeteilten Links zu Buy Me a Coffee, zu PayPal und so. Da könnt ihr uns helfen, die laufenden Kosten für diesen Podcast mitzutragen. Und da wären wir sehr dankbar für. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Es wird mal wieder Zeit, auf Disney Plus vorbeizuschauen. Und das habe ich in diesem Fall nicht selber getan, aber der hier anwesende Gast hat es getan. Und wie traurig er darüber gewesen ist, dass es keine neue Tierdoku gewesen ist, das kann er euch jetzt gleich selber sagen. Hallo Sven. Go Wildcats, go! Hallo! Sven, was hast du dir denn angeschaut? Die ersten zwei Folgen der sensationellen zweiten Staffel von High School Musical, die Serie Season 2. Sehr schön. Vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so tief drinstecken wie wir beide totalen High School Musical Fans. Eigentlich nicht, aber worum geht's denn in dieser Serie? Die zweite Staffel knüpft praktisch nahtlos an die erste an und wir befinden uns zum Jahreswechsel und die East High Wildcats und die gute Mrs. Chen möchten ihr erstes Weihnachtsmusical inszenieren, The Beauty and the Beast. Sie treten dabei gegen die konkurrierende North High an und dabei geht es um Ruhm, Ehre, College-Belobigung und einen ziemlich coolen Preis. Und um more Drama, Baby. Und mehr Singen. Ja. More Drama im Disney-Plus-Kontext. Richtig, ja. Ich nehme an, dass die Serie sich nicht in einem FSK 12 oder FSK 16er Bereich bewegt. Also das Drama eher auf, ja, weiß ich nicht, Teenie-Liebesdrama so? Ja, also wer hofft, dass es more drugs, more sex und crime und so Sachen gibt, der ist hier absolut falsch. Es gibt more Drama und more Musik, ja. Also was heißt more Musik? Ja, also ich habe die erste Staffel ja auch gesehen, die ersten paar Folgen zumindest. Und ja, das ist halt, ja, so ein, zwei Songs pro Folge sind schon drin. Manchmal auch ein bisschen mehr. Wie lang geht denn so eine Folge? 35 Minuten. 35 Minuten, okay. Das ist ja ein ungewöhnliches Mittelding zwischen ja so Sitcom 25 Minuten und schon Serie mit 40 Minuten, okay. Ja, ich bin mir auch sicher, dass die Folgen davor ein bisschen kürzer waren. Sie schwanken als mal so zwischen 35 und sogar bis 40 Minuten. Krass. Aber ja, ich glaube, ich bin da halt einfach langsam echt zu alt dafür. Welche Altersgruppe würdest du sagen? Also es ist jetzt nicht was für die ganz Kleinen. Nein, für die ganz Kleinen ist es nett, weil es doch, die Sechsjährigen verstehen das nicht. Die erfreuen sich vielleicht an der Musik etwas und an dem Tanz. Aber ansonsten, ja, so zwischen 10 und 12. Also meine Tochter ist vorbeigelaufen. Ich habe gestern geschaut und die hat da kurz reingeguckt und die wusste sofort, Alter, das ist High School Musical 2. Die Serie, ja.
geil. Und dann Englisch? Mhm. Ah, okay, uninteressant. Dann ist er weiter getigert. Ja, für, ja. Für diese Zielgruppe ist es okay. Okay. Und wenn du jetzt sagst, Musik, hat dich denn, also, beziehungsweise hat auch dich was abgeholt, wenn du jetzt sagst, du bist ja so ein bisschen Hip-Hop, aber ich weiß nicht ganz, in welche Musikrichtung hier das Ganze geht oder ob das eher so rein Musical ist und große Show-Einlagen. Wie hat dich das abgeholt? Teilweise war ich ganz froh, dass endlich mal gesungen wurde, weil halt die Dialoge, gut, ja, wie gesagt, das ist, eigentlich ist es unfair, jetzt da wirklich drauf rumzukloppen, weil ich absolut nicht die Zielgruppe bin. Aber die Dialoge im Englischen waren schon so Panne, dass du gedacht hast, oh Gott sei Dank, jetzt wird gesungen. Und das ist super gemacht, ja, die hupfen da schön rum, schöne Choreo, haben ja alle wirklich auch super Stimmen. Diese Olivia Rodrigo, die Nini spielt, die startet ja zumindest gerade in den Staaten immens durch und hat auch eine saugeile Stimme für das Alter. Wirklich Hut ab, Respekt. Es ist nicht meine Musikrichtung, aber ja, wenn du halt die ganze Zeit, oh, it's awesome, oh, post it on Insta, I like this. Oh. Da hockst du da und denkst, oh Gottes Willen, fang an zu singen. Bitte, dass wenn ich einige vernünftige Wörter aus euren Mündern kommen. Aber ja, wie gesagt. Aber es ist wahrscheinlich, ich bin nicht die Ziel. Im Disney Plus Stil oder halt im Disney Stil sehr trotzdem hochwertig und auch so ein bisschen clean inszeniert. Ja, ja, ja. Ja, alles. Es ist halt, ja, die Serie hat einen so immensen Erfolg gehabt, die erste Staffel, dass sie halt die zweite hinterhergeschoben haben und sie haben nichts geändert. Also in den Folgen ist es genau dasselbe Konzept. Never change a winning Konzept. Und ja, und so wird sich das auch die nächsten Folgen durchziehen. Es gibt ein bisschen Teenie-Drama, es gibt Singen, es gibt hübsche Menschen, es gibt, ja, halt ein bisschen Beef, aber der Beef wird da nicht zu arg, weil es ja Disney Plus ist. Saubere Unterhaltung, ja. Okay. Ja, gut. Also dann, ich bin mit meinen Fragen auch schon am Ende. Das Einzige, was vielleicht noch interessant ist für diejenigen, die es wirklich interessiert und die vielleicht auch schon drauf warten, ab wann gibt es das zu sehen? Und weißt du, wie viele Folgen diese zweite Staffel haben wird? Ja, die zweite Staffel erscheint am 14.05. und wir hätten 10 Folgen. Okay. Dann kannst du ja noch ein kleines Fazit bzw. eine Punktevergabe. Du darfst vergeben 0 bis 5 oder 0,5 bis 5 Insta-Posts. Oh, geil. Für die ersten Folgen oder sag einfach, wahrscheinlich ist es eine Sehempfehlung für die Zielgruppe oder so. Genau. Weil, also von mir aus würde ich sagen, wir sind diesmal sogar tiefer als 2,5. Ich würde es irgendwas so mit 1,5 machen, aber das ist halt wirklich, ich bin nicht die Zielgruppe. Und für die ist es eine nette, saubere Jugendunterhaltung zwischen 10 und 12. Okay, gut. Ja. Dann haben wir das jetzt hier ohne viel Umschweifungen erledigt quasi. Ich danke dir, dass du in die Serie reingeschaut hast. Ich danke dir fürs Interview. Und danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch. Tschüss. Ciao, ciao. Hallihallo, ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Runde am Telestammtisch. Heute durch dieses Schauermärchen begleitet mich Frosty. Hallo, Frosty. Hallo, na. Und ich bin der Sven. Hallo. Wir haben uns den neuesten Blumhaus-Kracher-Schocker-Thriller Blutbad an der Compton High angesehen. Er erschien am 30.04. auf DVD und Blu-ray, geht 85 Minuten und ist das Regiedebüt von Dallas Jackson, der noch demnächst einige andere Kracher raushauen wird, unter anderem den Welcome to Sudden Death, Vengeance und den neuen Texas Chainsaw Massacre. Gut, Frosty, dann kläre uns auf, um was geht's in Blutbad?
Ja, es fängt damit an, dass ein Junge von einem hübschen Mädchen, das ein bisschen verliebt ist, in ein Haus reingelockt wird. Und dort wird er dann das Opfer eines Pranks, das heißt, alle möglichen Freunde, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so guten Freunde aus seiner Schule, machen sich über ihn lustig, die haben alle Masken auf und ärgern ihn und es ist alles ganz schrecklich und er läuft dann durch dieses ganze Haus und bis nach oben und dann bedrängen sie ihn und weil er sich so bedrängt fühlt, stupst er dann ein Mädchen an, das stürzt dann unglücklicherweise über die Balustrade in die Tiefe und verstirbt. Und wie es dann halt so ist, kriegt er alleine als einziger die Schuld und ja, dann geht er in den Knast und dann kommt er irgendwann wieder und dann geht im Grunde genommen so die typische Rachegeschichte los. Es sterben auf einmal Menschen und es spricht viel dafür, dass es halt dieser Junge ist, der dann Rache dafür nimmt, dass er aufgrund der Tatsache, dass damals niemand zu ihm gestanden hat und niemand die Verantwortung für diesen Streich übernommen hat, dass ihm da die alleinige Schuld dann zugeschoben wurde. Weil er wurde natürlich wegen Mordes und nicht wegen eines Unfalls dann verknappt. Hm. Ja, das ist die aufregende Geschichte dieses mich sehr zu begeisterungsstürmenden animierenden Films. Ja, sie springt einem praktisch durch das Mikrofon-Headset mitten ins Gesicht. Ist der Film spannend? Weil ich meine, die Story, sind wir ehrlich, wir ziehen das Ganze ganz anders darauf. Ist es das, was man aus unseren begeisterten Stimmen wirklich schließen kann? Ist der Film spannend? Ist der Film innovativ? Bietet er was Neues? Wenn man es positiv drehen möchte, kann man loben, dass dieser Film einen tollen, diversen Cast hat. Das ist aber dann auch leider das einzige Lob, was ich vergeben kann, weil ansonsten ist es ein doch ziemlich sexistischer Film, wie ich finde. Die Frauen werden alle so als halbe Schlampen dargestellt, was natürlich dann auch immer einfacher macht, sie dann umzubringen. Die einzige, in Anführungszeichen, gute des Films ist im Grunde genommen eigentlich die, die ich am schlimmsten von allen finde, weil das halt dieses Mädchen am Anfang, die ja eigentlich mit diesem Jonesy oder Chauncey oder wie er heißt, befreundet ist und dann trotzdem ihn dann halt quasi in die Falle lockt und dann hinterher, nachdem dann dieser Streich auch noch so übelst nach hinten losgegangen ist, dann auch noch seelenruhig dabei zusieht, wie er dann im Grunde genommen die ganze Verantwortung für diese Sache zugeschoben bekommt. Und sie ist die Einzige, die eine Beziehung zu ihm hat. Und da ist einfach der Vertrauensbruch am größten. Also von daher, man hat nicht mal interessante Menschen, wo man sagt, ja, mit dir fieber ich jetzt mit. Der Film hat mich insofern sehr an, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, erinnert. Weil da saß ich auch irgendwie so nach 5 Minuten da und habe gedacht, oh Mann, wann geht endlich das Gemetzel los? Ihr geht mir alle auf den Nerv. Ich möchte, dass ihr alle sterbt. Und ja, auf diesem Niveau bleibt es im Grunde genommen auch, wobei, was einem hier im Grunde genommen vorenthalten wird, sind dann, was man bei so einem Slasher eigentlich erwartet, dann die lustigen und spannenden Slasher-Momente, die fehlen ja irgendwie auch komplett. Oder habe ich da irgendwas übersehen oder bin ich zu abgestumpft oder was ist da los? Nee, sie haben es wirklich geschafft, alles runterzubrechen auf Kills, die entweder im Off stattfinden. Oder es gibt ein, zwei, ja, also der Film hat eine FSK 16, da darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten, wobei die 16er, also da hätte man aus dem Stand wegen gesagt, okay, der ist ab 12, ja. Weil also sogar die 12-jährigen Filme sind da. Er hatte also in Sachen Slasher ist der Film eine Katastrophe. Und das stimmt, es ist kein einziger dabei, den man irgendwie Sympathien zuschustern kann. Und selbst wenn man sagt, okay, dich kann ich so irgendwo ein bisschen, dich mag ich irgendwo so ein bisschen, aber nach einer halben Stunde denkt man, oh nee, ah, das gibt's doch nicht. Also die Dialoge sind, glaube ich, wirklich vom Praktikanten von GZSZ geschrieben worden. Das ist absolut furchtbar. Und ja, wie hat denn dir die Synchro gefallen?
Und ach, die und was ich so richtig krass fand, ist diese ja, wie fandest du diese Slang-Ausdrücke und wie sind dir diese ganzen Handy Snapchat Gedöns da, ist dir das auch so dermaßen auf die Nerven gegangen wie mir? Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also es war einfach ein Haufen an wirklich albernen Mist, wie die eine Schwester der Toten, die dann, ja, weiß nicht, was das sein sollte, ob dann da so getan werden sollte, als ob sie jetzt mit ihrer Schwester einfach so redet und weiß, ja, ist halt meine tote Schwester, weil sie steht vorm Spiegel, redet mit dem Spiegel, oh, ich vermisse dich ja so. Und dann kommt sie auf einmal mit so einer Piepsstimme und antwortet sich dann selbst halt quasi stellvertretend für ihre Schwester, wo ich dann das Gefühl hatte, wollen die da jetzt irgendwie so eine gespaltene Persönlichkeit andeuten oder was soll mir das jetzt sagen? Und es war einfach so, das wird in den Raum gestellt, aber nie wieder aufgegriffen. Also okay, sie hat zweimal so eine Spiegelszene, aber das hat überhaupt keine Bedeutung für gar nichts. Und die ist auch sonst nicht irgendwie gestört oder so, sondern ansonsten geht sie halt rum irgendwie und reißt einen DJ oder einen Rapper auf. Also es macht einfach alles so gar keinen Sinn. Und die Synchro, die war echt, also die hat echt in den Ohren geschmerzt, fand ich. Also die fand ich extrem miserabel. Also ja, insofern könnte es sein, dass der Film vielleicht mit Originalton noch irgendwie Witz rausholt oder eine Spannung reinbringt, die durch einfach die total verhunzte Synchro rausgenommen wurde. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wenn man so bedenkt, was du davon gesagt hast, dass bei Netflix, der ja in Amerika ganz gut gelaufen sein soll angeblich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht daran dann liegen könnte, dass die halt nicht mit der deutschen Synchro leben mussten, weil das tut echt nur in den Ohren weh. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Ja, das fand ich auch. Und ich stehe normalerweise, also ich stehe wirklich so auf Hip-Hop-Sachen, alles gut. Aber wenn dann die Eltern cooler reden als die Kids und die Kids generell überhaupt Bro, Sis und Bitch und ja, okay, wenn man das ab und zu mal einsetzt, man kann immer noch damit argumentieren und sagen, ja, hey, das ist Compton, Mann. Aber für Compton war es mir dann auch schon zu, in Anführungsstrichen, normal. Und ja, gut. Das Einzige, was ich dem Film ein bisschen, also naja, hochhalten kann, ist fast, ja, also RZA, der gute Herr, spielt hier auch eine kleine Nebenrolle. Es war schön, ihn mal wieder zu sehen. Er ist halt auch älter geworden. Er hat die Musik auch, den Soundtrack auch mit beigesteuert. Ja, das ist so ganz auch okay, aber das ist auch wirklich der einzige für mich wirkliche Lichtblick des Films und diese Schizophrene, also ich hatte sie schon als Schizophren, also parat, weil so wie die sich im Spiegel mit sich selbst unterhält, aber sowas, ich meine, sowas könnte man ja sagen, ah gut, dann macht man das als Finte, aber dieser mysteriöse Rächer, der sich da seinen Weg durch ja, durch die Langeweile bahnt, der sieht ja, also das passt ja überhaupt nicht, ja, also dieser mysteriöse Typ ist riesig, ja, und selbst wenn man sagt, okay, wir können jetzt die Kleine irgendwie so ein bisschen als, vielleicht könnte sie es ja gewesen sein, ja, soll sie auf Stelzen rumlaufen, oder, naja, also selbst das passt nicht, und ja, ja. Ich, nee, also, ach Gott, ich war wirklich fertig. Gestern schon fertig und das hat mich auch nochmal fertig gemacht. Okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass der Film ziemlich Schrott ist. Ja, also zumindest, ich habe halt, wie gesagt, so diese leise Hoffnung, dass man mit dem englischen Original vielleicht mehr rausholen kann. Aber wenn ich jetzt ein Fazit abliefern sollte, dann wären es echt so 0,5 von 5 möglichen Trommelkrönchen. Genau, ja. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Mehr kann man da nicht rausholen. Weil auch teilweise Charaktere wie der Polizist oder der Schulleiter, und da ist keiner sympathisch. Der Polizist ist bis auf ein paar Szenen überhaupt nicht relevant, selbst am Schluss eigentlich nicht, weil man braucht ihn nicht. Und der Schulleiter, naja, gut, egal. Leute, es gibt
bessere Slasher. Ich persönlich mag den Hakenmann von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich mag beide Teile, bis auf den dritten. Und den Rest, den fand ich ziemlich Schrott, aber der Rest hat mir Spaß gemacht. Und dann guckt euch meinetwegen, was weiß ich, Freitag der 13. zum, oder Halloween oder sonst irgendwas an. Aber ich persönlich bin froh, dass ich dieses Abenteuer der Langeweile und sonst was überstanden habe und werde ihn mir nicht nochmal ansehen. Definitiv nicht. Wunderbar, dann schließen wir doch, würde ich sagen. Okay, das war's von uns. Ich sag schon mal tschüss. Und ich schließe mich an und sage auch tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Kunst und der Telestammtisch. Hi, hier ist Mo. Bei mir ist mein sehr hochgeschätzter Freund Steven. Hallo, lieber Mo. Ja, und ich habe dich quasi genötigt, mit mir eine Dokumentation anzugucken, die sich um vier tolle Künstler dreht und was sie zur Kunst bewegt hat und auch ein bisschen, was sie getan haben in der Corona-Pandemie. Ich kann dir gleich sagen, ich habe das eigentlich nur gucken wollen wegen Fanny van Dunn, den ich einfach toll finde, großartig finde. Ja. Jetzt hat Milan Skrobanek eine Dokumentation gemacht, die geht knapp über 70 Minuten und wir begleiten Fanny van Dunn, Matt C., Jan-Georg Schütte und Sarah Bosetti über einen Zeitraum von 2 Jahren und erstmal vorab die Frage, alle vier, um die es geht, kanntest du die? Also ich kannte auch Fanny van Dunn und deshalb finde ich es auch schon mal gut, dass du mich hier, wie du es sagst, genötigt hast, denn mir hat das sehr gut gefallen, das kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Es ist eine wirklich schöne Doku geworden und neben Fanny van Dunn kannte ich, Matt C. kannte ich nicht, das hat mir gar nichts gesagt, Sarah Bosetti glaube ich schon mal ein bisschen was von ihr aufgeschnappt zu haben. Und wen habe ich jetzt vergessen? Jan-Georg Schütte. Vom Namen sagt er mir nichts. Es kann natürlich sein, dass ich mal hier und da einen Film von ihm oder irgendein Machwerk gesehen habe, von dem ich nicht weiß, dass er es gedreht hat. Aber im Vordergrund für mich auf jeden Fall auch Fanny van Dunn. Ah, sehr interessant, weil ich denke immer, also oftmals ist das so, wenn ich von Fanny van Dunn mal was sage, dann, wer? Und ganz interessant, bei Jan-Georg Schütte, da wurde ich erst vor kurzem von deinem Kumpel Berg auch ein bisschen aufgeklärt, wer das ist und was der so gemacht hat. Der hat nämlich schon sehr viele Filme gedreht, tatsächlich, was mir überhaupt nicht bewusst war. Und ich kenne ihn eigentlich auch nur als Schauspieler, habe ihn jetzt erst kürzlich gesehen in dieser Join-Serie Check Check von Klaas Häufer Umlauf, wo er mir sehr gefallen hat. Aber gerade wohl seine Regiearbeiten, da gibt's ein paar, die wurden wirklich absolut über den Klee gedreht. Also maßgeblich dabei wohl, dass er einen Film gemacht hat oder mehrere Filme gemacht hat, die total improvisiert sind. Mhm. Und die hat Berg sehr, sehr gelobt. Also die stehen bei mir deswegen jetzt eigentlich auf der Liste der Filme, die noch zu gucken sind. Aber so unterschiedlich ist das. Jan-Georg Schütte ist sicherlich jemand, der einem nicht sofort einfällt, wo man den hintun soll. Sarah Bosetti kannte ich auch so aus der Heute-Show oder Extra 3. Das ist eine deutsche Autorin, Satirikerin, die einen ganz bestimmten Ton immer anschlägt, wenn sie ihre Gedichte und ihre Texte vorliest. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und Matt C. war für mich auch komplett neu. Ist eine deutsche Graffiti-Künstlerin. Und ich fand die Mischung sehr, sehr gut. Also auch Matt C., alles, was die so erzählt hat und wie sie, wir haben ja so einen kleinen Einblick in ihre Arbeit und sowas, das fand ich alles sehr spannend. Und wenn man sich ihre Webseite anguckt, das ist schon ziemlich cool, was sie macht. Sie macht auch große Häuserblöcke, die sie durch ihr Graffiti verschönert einfach. Und das ist schon ziemlich imposant anzusehen, glaube ich. Ja, ich kann dir da auf jeden Fall total zustimmen, dadurch, dass man hier vier komplett unterschiedliche Kunstarten sozusagen hat. Also man hat den Regisseur, den Liedermacher, dann die Autorin, beziehungsweise, das ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, neudeutsch sagt man wahrscheinlich Poetry Slam, wenn die da auf der Bühne steht und ihre Texte vorträgt. Und dann haben wir ja auch, ich sag mal, mit Matt C. dann sowas, was man vielleicht am gängigsten immer als erstes unter Kunst so ein bisschen sich vorstellt, dass man halt entsprechend Bilder produziert oder ähnliches. Was ja Fanny van Dunn auch gemacht hat und immer noch macht, das wusste ich gar nicht, also auch sehr interessant. Mhm. Und generell dieser
dieser Eindruck aus diesen vier Richtungen und auch mit was für Problemen man in der Kunst halt zu kämpfen hat und wie sie sich da halt einfach dieser Liebe hingegeben haben, ohne zu wussten, wo das irgendwie mal hingeht. Ja, Fanny Van Dan hat ja zum Beispiel auch gesagt, er hat halt nie Lieder für ein bestimmtes Publikum gemacht, sondern er hat halt einfach immer seine Musik gemacht. Und wenn die keiner gehört hätte, hätte er sie halt trotzdem gemacht. Und das ist für mich natürlich, also für mich persönlich auch als jemand, der selbst auch Musik macht, der Inbegriff halt eines wahren Musikers, ja. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, okay, irgendwo von muss er ja auch leben. Ich sag mal, so ein gewisser Aspekt, so ein monetärer kommt natürlich irgendwo dazu, weil von Wasser und Luft und Liebe kann man nun mal nicht leben, aber trotzdem, glaube ich, verkörpert er so seine Ideale genauso, wie er es halt auch vorträgt, und das macht es irgendwie so authentisch. Und auch die anderen haben ihren Teil zu der Doku beigetragen und jeder hat so seine eigene Art gehabt. Also es war sehr abwechslungsreich, man hat sehr, sehr viel Einsicht gehabt in das Leben der Künstler, und man hat am Ende noch so ein bisschen dieser, ja, im Grunde genommen erzwungene Twist der Corona-Pandemie, die das Ganze nochmal in ein etwas anderes und aktuelleres Licht drückt. Also wirklich, wirklich kurzweilig, nicht zu lang, nicht zu kurz. Interessante Charaktere, super viel drin. Ja, ich finde das auch super, dass eine Doku, wenn der Punkt erreicht ist, an dem man ein Ende ziehen kann, auch einfach das Ende macht. Also hier ist das bei 73 Minuten, was ich eine super Lauflänge finde für eine Dokumentation. Man kann das danach gut verarbeiten, alles, was man gesehen hat. Ich fand auch toll, wie der Milan Skrobanek die vier Leute immer wieder ineinander verwoben hat. Dass also manchmal wir eben den Ablauf sehen, von Fanny Van Dan zum Beispiel, dann wechseln wir auf die Mad C, aber das, der letzte Satz von Fanny, der klingt noch ein bisschen nach, der kommt noch so ein bisschen aus dem Off und verbindet das dann mit dem, was du siehst, was aber ein ganz anderer Künstler macht. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich hatte im Vorfeld die Möglichkeit, dem Milan Skrobanek ein, zwei Fragen zu stellen, und maßgeblich habe ich ihn natürlich gefragt, wahrscheinlich war der Abschluss anders gedacht, doch durch die Corona-Ereignisse musste das sicherlich angepasst werden, und daraufhin hat er gesagt, ja, ohne Corona hätte wahrscheinlich nicht nur das Ende, sondern die komplette Struktur des Films anders sich dargestellt. Okay. Eine Szene, die er sehr nachtrauert, ist die, dass Fanny Van Dan mit den Toten Hosen auf Tour gehen wollte. Oh. Doch die Tour ist natürlich wegen Corona abgesagt worden, und das werden sicherlich nochmal tolle und spannende Bilder, weil ich kann mir Fanny Van Dan nicht unbedingt im Vorprogramm der Toten Hosen vorstellen. Aber man muss ihm ja wirklich eins, also ich finde den super sympathisch. Und ich glaube, wenn du den einfach auf eine Bühne stellst und der sagt, pass auf, Jungs, klar, ihr seid irgendwie alles Rocker und ihr wollt hier laut mitgrölen, das gebe ich euch. Aber ich habe erstmal hier ein paar witzige Geschichtchen und Songs, und das hat er ja auch. Und da ist er wirklich jedes Ding irgendwie ein Treffer, gerade textlich. Was er für Texte schreibt, finde ich, ist einfach der Hammer. Das hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich wirklich, wirklich gerne gesehen. Auf die Frage, wie er denn die vier Protagonisten gefunden hat, hat er geantwortet, der Milan Skrobanek, die Mischung der Protagonisten kam zustande, weil ich primär nach Kunstformen gesucht habe, die mich selber in meinem Leben beeinflusst haben. Also Filme, Kabarett und Liedermachertum. Mhm. Das finde ich natürlich gut. Das heißt, der Milan Skrobanek, dem ist schon bewusst, dass hier die Mischung schon was Besonderes ist. Weil das ist ja jetzt nicht die, also bis auf die Sarah Bosetti, die ja erst vor kurzem, glaube ich, ein paar Preise gewonnen hat und dadurch vielleicht bei dem einen oder anderen mehr im Kopf ist, ist ja Fanny Van Dan schon ein richtiges Urgestein. Der macht ja schon seit Ewigkeiten CDs und schreibt ja auch Bücher, tolle Bücher. Aber die Mad C zum Beispiel wäre komplett an mir vorbeigegangen. Und dadurch, dass ich das da jetzt sehen konnte, ist es natürlich schon so, dass ich da jetzt einfach Lust habe, das weiter zu verfolgen, was sie so macht, ne? Ja, ich finde es halt auch super spannend, dass alle vier, obwohl sie so unterschiedlich sind, mich in irgendeiner Weise mit ihrer Kunst infizieren konnten. Also wenn ich die jetzt alle nicht gekannt hätte, hätte ich halt trotzdem einen guten Einblick von ihrem Schaffen bekommen, und ich fand es halt auch wirklich interessant dargestellt. Also ich bin jetzt nicht so der riesige Kunstfan, der sich irgendwelche Ausstellungen oder so anguckt. Ja, aber trotzdem fand ich halt zum Beispiel die Sachen, die Mad C gemacht hat, auch äußerst anschaulich. Teilweise fand ich die richtig cool. Und wenn dann ja eine Doku
mit diesem Anspruch halt Künstler zu zeigen, das schafft, dann hat sie auf jeden Fall wirklich viel erreicht. Also selbst dieser doch etwas eigentümliche Regisseur, so wenn da gezeigt wird, wie er halt mit seinen Schauspielern redet und ihnen nochmal so kleine Hinweise gibt, und ich habe noch nie so viel Behind-the-Scenes Material gesehen und weiß nicht, wie Regisseure sonst arbeiten, aber er schien mir auf jeden Fall schon ein bisschen kauzig auch so von seiner Art, aber trotzdem auch irgendwie spannend, und irgendwie konnten mir alle näher gebracht werden, und das finde ich wirklich, wirklich klasse, wenn die das schafft. Der hat auf seiner Karte, auch als Schauspieler hat er Jan-Georg Schütte, der hat ganz viele Serien, die du gesehen haben wirst und ganz oder zumindest mal reingeguckt haben wirst. Ich habe ja Check schon gesagt, er war auch schon das ein oder andere Mal im Tatort zu sehen. Bei Vier Blocks hatte er eine kleine Rolle, bei Jerks, im Tatortreiniger war er zu sehen. Also dadurch, dass er Schauspieler ist, hat er halt einen ganz bestimmten Draht offensichtlich auch zu dem Ganzen. Und das haben wir, glaube ich, sehen dürfen in der Art, wie er eben mit den Schauspielern redet. Ich weiß nicht, welcher Film das war, wo wir hier quasi hinter die Kulissen geguckt haben. Ich vermute, dass es der Film ist Für immer Sommer 90. Denn, weil wir haben ja Charlie Hübner gesehen und der spielt da nicht nur eine Rolle, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben. Der kommt aber erst noch raus. Aber dieser Hintergrundblick, den fand ich auch schon sehr spannend. Also der war mir halt, alle vier waren mir halt sympathisch. Mhm. Und das, obwohl sie ja sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen. Bei Sarah Bosetti kann ich auch wirklich jedem nur raten, einfach mal ihren YouTube-Kanal anzusteuern. Die macht tolle Sachen. Sie wird auch sehr oft angegriffen für das, was sie sagt, weil sie nimmt da auch kein Blatt vom Mund. Und das verpackt sie gerne Hasskommentare in Gedichtform und solcherlei Sachen. Also ihr eigenes Buch, Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe, war auch ein sehr großer Erfolg. Und ich denke, die ist wirklich sicherlich vielen Leuten so ein Begriff. Du bist ja ein großer Freund von Dokus, das weiß ich ja. Da geht's dir wie mir. Und bei dieser Doku, glaube ich, hast du in 73 Minuten alles gekriegt, was du haben wolltest. Da hattest einen schönen Abend, das ist toll gedreht. Die Zusammenstellung der Leute war toll. Ich fand auch, hier hat's keine große Erklärung außer der von den Künstlern selber gebraucht. Also manchmal fehlt einem ja so ein bisschen jemand, der einen an der Hand nimmt, so eine Stimme aus dem Off oder so. Was sehen wir hier gerade? Das war hier alles gar nicht nötig, weil irgendwie war man ja direkt mittendrin, ne? Du warst mit Fanny hinter der Bühne, du warst mit Sarah Bosetti auf der Bühne, wie sie da leider vor diesem halbleeren Raum spielen musste wegen der Corona-Regeln. Du warst mit Metzi auf dem Kran in Berlin an einem Hochhaus und mit Jan-Georg Schütte halt an einem See, ne? Ich finde das total gut, dass du das nochmal ansprichst, denn normalerweise fällt mir sowas immer direkt auf und ich spreche sowas dann auch bei Besprechungen immer an. Und ganz ehrlich, mir ist das hier überhaupt nicht aufgefallen. Und ich mag das eigentlich total gerne, wenn ein Sprecher da ist und, wie du es jetzt gesagt hast, einen so ein bisschen an die Hand nimmt. Und hier stört das überhaupt gar nicht. Also das funktioniert total gut, das fließt perfekt ineinander über, es ist gut gedreht, wie du gesagt hast. Und ich kann die auf jeden Fall jedem Kunstinteressierten nur wärmstens ans Herz legen. Eine wirklich sehr, sehr schöne Doku ist das geworden. So sehe ich das auch und deswegen beenden wir das hier, geben euch die Möglichkeit, ihr findet den Film auf verschiedensten Anbietern, VOD, natürlich könnt ihr sie den Film auch als DVD erwerben. Auch von mir eine glatte Empfehlung, das ist eine 5 von 5, auch wenn ich bei Dokumentarfilmen nicht so gerne Punkte vergebe, aber für Leute, die das einteilen wollen, das hier ist das, was ich haben will von einem Dokumentarfilm. Hat mich interessiert, hat Spaß gemacht, hab was gelernt. Gute Unterhaltung. Ja, also ich vergebe 4,5 von 5 möglichen Punkten. Er ist insgesamt wirklich richtig, richtig gut. Er ist sehr, sehr gesetzt inszeniert, aber trotzdem hat er mich von Anfang bis zum Ende mitgenommen. Also vielleicht so ein bisschen mehr Drive hätte dann noch den letzten Punkt rausgehauen. Aber das ist so eine ganz persönliche Sache. Von daher seht ihr, wir fanden den beide wirklich sehr, sehr gut und empfehlenswert. Und ich würde sagen, Mo, mit diesen Worten könnten wir vielleicht noch so eine kleine Info mit rausgeben, die wir am Anfang vergessen haben, denn unsere Stammzuhörer, die wissen das natürlich schon, aber die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wir sind Community finanziert und wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann schaut doch mal in die Infobox und guckt euch an, wie ihr uns vielleicht den ein oder anderen Rubel rüberrollen lassen könnt. Das wäre schön. Oh, Rubel rüberrollen. Ja, ich bin der Alliterationsmeister. Oder ihr denkt halt, die beiden
Clownköpfe hier, die kann man ja nicht vors Mikro lassen, das kann ich viel besser. Mag ja sein. Auch dafür haben wir ein offenes Ohr. Macht einfach mit. Wir freuen uns auf euch. Steven hat mich gefreut, wie immer. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Dann sage ich jetzt Tschüss. Ja, und ich auch. Bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.